Liebe Leute, hier auf der Bantico geht's heute weiter. Mit dabei der Mieke, der Ernesto, der Hanni, ich. Ja, das war's schon. Oh, der Kranz ist keine Ahnung, der hat wahrscheinlich verschlafen. Ja, so. Guten Tag. Zeit. Guten Tag. Der Kranz, der ist Softeis essen. Sowas. Oh. Ob er jemals wiederkommt? Sehen wir in der nächsten Folge. Ja, so. Spüren wir wieder da. Haben Sie ein neues Gerät? Ja, musste ich ja. Der andere wurde ja gediebt. Von dem Ruski. So geht's an. Geht runter. Dass ich daran bin. Apropos dieser Kasparow da, wann würde der nochmal wiederkommen? Noch in 5 Wochen. Da haben wir noch Zeit. Glaube ich. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Wir sind dran an die Kartoffeln. Ja. Dumm, dumm, dumm. Hier zu ist ja diese Kalkstation. Achso, noch ein Stück weiter. Okay. Ja, musste gerade nochmal den Straßenkarte raussuchen. Ah, und genau da, wo die Kaltstation ist, ist Knick drin. Das kennen wir ja. Genau. Da fehlt die Ecke. Oder wieder der Eckenbeißer am Werk. Hm, hat schon lange Hunger gehabt. Warum steht eigentlich hier ein Trecker rum? Keine Ahnung. Bestimmt der Onkel Kranz wieder stehen lassen. Er ist zu Fuß zum Softeis-Essen gegangen. Nee, nee, der hatte Fahrdienst gehabt. Ach, der stimmt, der wurde abgeholt, ja. Ja, da gehen wir immer auf Nummer sicher, gehen wir da. Glaube ich. Wo oh, zum Teufel ist hier der Kalkstation? Das gibt's doch nicht. Wollen mich doch hier auf. Ja, das gibt einen Eintrag für das Dorf. Ausgewiesen, aber nicht da. Ach so. Zum Glück nicht für mich eintragen. Dann will ich irgendwann den auf die Karte platzieren und dann ist es nicht da. Ja, so sind Nee, sie. nee. Die schicken alle zum Softeis essen. Müssen Sie vorher anrufen, dass genug Softeis da ist? Da ist immer genug Softeis da. Der Fahrdienst braucht große LKWs. Aber du, da kommen schon die Robobusse. Großen. Oder mit dem Icarus werden sie abgeholt. Vielleicht steht die Traktor noch hier, weil da sind die Hänger. Keine Ahnung. Ach, stimmt, die Lobby haben wir aufgehört. Boah, ein schöner geklaut wurde. Fahren wir mal zu der zweiten Kalkstation runter, die hier auf dem Atlas da Straßenkarte verzeichnet ist. Mal gucken. Versucht den Glück. Ich habe ja Zeit. Immer schon. Sie haben einen Rundumleuchter. Wo denn? Jetzt ist kaputt. Jo, Batterie alle. Ja, schöne Kartoffeln. Lecker, Der lecker, schön. Kartoffelschnaps. Ja, und Bratkartoffeln. Das sind wir schon mal beim Essen. Eieiei. Immer dieses Essen. Ich weiß, ich greife meiner Zeit voraus, aber was gibt es denn bei euch zu Weihnachten? Eigentlich so. So viel, meine Güte. Ja. Schafft ihr das alles? Also Heiligabend weiß ich noch nicht, sind eingeladen. Oh, Überraschung. Aber
sonst werden wir wahrscheinlich Soldaten oder sowas machen. Das Übliche. Hm. Ich glaube, Heiligabend gibt's Würstchen mit Kartoffelsalat. Schnell. Ja, das ja, das definitiv auch. Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen zu Heiligabend, richtig. Ja, und dann gibt's irgendwann schön Ente mit Rotkohl und Kartoffeln. Keine ganze Ente natürlich, bloß Entenbrust. Ich glaube, so viele machen gar keine richtige Ente mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ne, tatsächlich, bei uns gibt's Wild. Na gut, das gibt's ja auch. Das gibt's dann am nächsten Tag. Selbstgeschossenes Wild? Nee, schon fertiges. Also, zerlegtes Wild. Also, ich kann ja auch keinen Kalk holen. Ist aber jetzt blöd. Du kannst keinen Kalk tanken? Nee. Ich kann mir keinen Kalk tanken. Auf meiner zweiten nicht. Ich glaube, dann könnte sein, dass vielleicht der Hänger nicht funktioniert. Für Kalk. Muss man den vielleicht umkonfigurieren? Keine Ahnung, ich guck gleich mal. Stand aber dran im Kauf. Ansonsten Reklamation bei die Händler. Ja, bei Erika. Ne? Wie ist keine Erika? Ne, wie heißt sie denn? Hannelore? Hier ist es Martha. Martha? Oh. Nicht zu verwechseln mit Warta. Warta? Kenne ich nicht. Ja, liebe Leute, so sieht's aus. Startet TTR. Überall Mangelwirtschaft, kein Kalk, nischt. Das kann sein, dass alle hoch. Steht jemand hinter mir. Schlimm. Wie war so, Lampe an bei 90%, ja. So 80 bis 90. Ja, bei 80 meine ich. Shop 80. Jetzt tut. So. Vorne, hinten. Erst vorne, dann hinten. Okay. Beim Fahren? Beim Fahren. Huch. Das hat sich jetzt gerade ein bisschen falsch angehört. Ja. Meinst du vorne oder hinten mal wie? Meine Güte. Wieso? Geht nicht mehr? Bist du voll? Ach so. Er zeigt dir was an. Er mickert und so. Hat den Eisladen verlassen? Ich will Eis essen gehen. Bringen Sie ein Eis mit für uns zwei? Aber nur mitbringen. Wir gehen nicht mit. Also lieber wäre es mir, wenn er mitkommt. Was? Angst alleine? Wir machen noch Arbeit. Nein, wir alleine sind wir ja nicht. Wir sind mit Fahrdienst. So. Ja, wir haben keine Zeit. Wir müssen ja noch für den unseren Herrn, was war für einer? Bulgare? Ukrainer? Serbier? Ach, für den André mit J? Ja, irgend so einer. Der mit seinem Frauenauto. Müssen wir noch ein paar Kartoffeln pflücken. Wir machen die pinke Auto voll. Ja, muss er sein Dach aufmachen. Also mal mit dem Wacker kommen und mal ordentlich reingreifen. So offen. Ja, habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten? Oder seid ihr ab und zu mal so wie ich während der letzten paar Stunden noch mal in die Stadt fahren? Ja. Tatsächlich ja, alles da oder bestellt? Also ja, war jetzt eine Antwort, die Last ich eigentlich von einer Frau. Last-Minute-Ankäufe. Ah. Echt? Ja. Also war ich früher mal. Das war mir zu anstrengend. Jetzt in der heut,
Naja, in der heutigen Zeit kann man ja nicht sagen, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir online bestellen dürfen können. Ja, auf der Bantico geht es noch nicht, aber in der heutigen Zeit geht das doch eigentlich recht schnell. Fußgänger. Weil es wird auch wieder länger, Lieferzeiten. Ja, man ist da schon trotzdem schon sehr bequem geworden. Das heißt ja mal, dass in der heutigen Zeit das ist sowieso schlecht, in die Stadt zu fahren. Oder in Geschäften. Wenn die immer was vorzeigen. Wie siehst du? Personalausweis? Er ja, muss sein. Die Die Kontrolle muss sein. FJ-Ausweis. Ja, Kontrolle muss sein. Ja. Wir müssen ja wissen, was die Bevölkerung kauft. Ach, ich blinke immer noch. Ich bin schön dabei geblinkt. Ich blinke schon die ganze Zeit. Naja. Die wissen doch, ne? In der DDR war alles kontrolliert. Heran, heran, heran. Ich komme hier kuscheln. Kuscheln. Ich fahre die ersten Kartoffeln weg. Oh, schön. Gut, der Herr aus. Ah, der Onkel da. Was weiß ich, wo der herkommt. Sardinien oder so ähnlich. Ist nicht dieser Russe. Dieser Nee. andere Typ. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Nein, nie. Aber da freut sich der Herr Mieke. Warum soll ich mich da freuen? Wenn Ihr Lieblingsrusse kommt? Ja, Ihr Lieblingsrusse. Achso, ja klar, da freue ich mich auch immer. Ist doch mein Ja. Lieblingsrusse. Mit dem kann man auch Eis essen, aber er will nicht. Ja, richtig. Verstehe ich nicht. Und das schöne Softeis. Das war so lecker. Vor allem schönes Unglaublich. Komet, Softeis. Ein schönes Pinguin-Softeis. Eis meine ich. Gab's ja auch früher. In Pappschachteln. Idee. Also seine Kreise. Meine Maschine ist kaputt. Ich stand gerade. Nicht nur ihre. Ah. Die Außerirdischen kommen. Haben Zeit angehalten. Ach, es ist ein schön grün hier alles. Ich bin auf dem Weg zurück. Nur schnell. Ich muss mich beeilen. Und? Ja. Stimmt. Nicht, dass sie stehen. Wir müssen Schnaps machen. Ja, nur ein bisschen, nur ein paar Flaschen. Den Rest kriegt er ja so. Oh. Schon wieder kaputt. Fahr weiter. Los. Ja. Irgendwie mag diese Maschine heute nicht. Nee, irgendwie Magen. Lingling. So, liebe Leute. Ja, auf der Bantico ist jetzt mal kurz Kaffeepause. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Und ich will nicht betteln. Däumchen, Abos, auch bei den anderen Chats, Streams, wie auch immer. So,
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.